dran verlieren. Wasserkante, ziemlich weit entfernt eine Hügelkette und unter mir am Boden Steine und Sand. Und im Wasser sehe ich wie eine weiße Nabelschnur ein Kabel, das am Strand eigentlich unter meinen Füßen ankommt. Und es besteht aus vielen kleinen Einzelteilen. Es ist wie eine Kordel aus vielen kleinen Drähten bestehend, die dicker und dicker und dicker werden.
Und jeden Tag vorbeikommen und gießen. Oh, ich bin entspannt. Biberfleisch. Das Fleisch gilt als besonders gut, wenn sich der Biber mit Seerosen geäst hat. Den Schwanz betrachtet man als vorzügliche Leckerbissen. Man zieht dem Biber den Balg ab und achtet darauf, dass sein Balg nicht verletzt wird. Beim Ausweiden muss darauf geachtet werden, dass man die bittere, von der Medizin sehr geschätzte Bibergeil, ein heilkräftiger, in einer Blase enthaltener Stoff, nicht zerquetscht, sondern unverletzt hält. Dann wäscht man ihn gut aus. Biberschweif. Am Schweif lässt man ein Stück rücken. Der Biberschweif wird in kochendes Wasser gestoßen, damit sich die Schuppen gut lösen lassen. Dann legt man in eine Kasserolle Speckscheiben, etwas Butter, Wurzeln, Gewürze und legt den Biberrücken samt Schweif hinein und brät ihn, bis er ringsum Farbe bekommt. Dann gießt man ein Glas Rotwein und eine gute Suppe dazu und lasse es langsam kochen, bis er weich ist. Dann nimmt man das Fett ab, macht mit dem Fett und dem Saft des Bibers eine Soße, in die man Kapern und Trüffel dippt und richtet Biberrücken samt Schweif an. Guten Appetit! War das ein echtes Biberrezept oder?